So, herzlich willkommen zur Veranstaltung Gesellschaftsrecht und Ökonomie. Wir sind beim sechsten Thema, obwohl wir eigentlich beim siebten sein müssen. Wir behandeln daher heute Entscheidungsmacht und Verantwortung, Loyalitätspflichten, Weisungsbefugnisse, Unternehmensgruppen und Konzerne. Das Ganze habe ich mal gedanklich in fünf Einheiten gegliedert. Und wir fangen mit dem einfachsten Teil an, nämlich wann laufen Entscheidungsbefugnis und Verantwortung gleich? Und das ist relativ trivial. In den Personengesellschaften gilt der Grundsatz, dass die Gesellschafter unbeschränkt persönlich haften, 128 Satz 1 HGB. Und das hat wiederum zur Folge, dass alle ihre geschäftlichen Tätigkeiten auch der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen, entweder indem sie von vornherein eine OHG gründen oder bei der GbR sogar von Fall zu Fall. Damit das Ganze aber praktisch funktioniert, gibt es unter Umständen eine Zustimmungspflicht. Das heißt, die Gesellschafter müssen bestimmten Sachen zustimmen, damit die Gesellschaft ihre Zwecke verfolgen kann. Um Ihnen das am Gesetz etwas deutlicher zu machen, im BGB steht, die Führung der Geschäfte steht den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Im HGB steht noch deutlicher, alle Gesellschafter sind zur Führung der Geschäfte berechtigt, aber auch verpflichtet. Das heißt, das machen die nicht nur, weil sie es wollen, sondern weil sie auch mitwirken müssen. Die Geschäftsführung ist so wesentlich, dass das Gesetz sogar die Entziehung relativ detailliert regelt. Denn das BGB sagt, wenn man nicht von vornherein freiwillig darauf verzichtet, kann einem die Befugnis zur Geschäftsführung nur entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Wichtigen Grund kennen Sie alle aus dem BGB, 314 BGB, Kündigung aus wichtigem Grund. Und das Gesetz konkretisiert hier, grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung. Das eine ist verschuldensabhängig, nämlich grobe Pflichtverletzung. Das andere ist dagegen die schlichte Unfähigkeit, etwa wenn jemand geschäftsunfähig ist, dann kann er auch nicht mehr die Geschäfte einer GbR führen. Umgekehrt kann der Gesellschafter auch selber sagen, ich will nicht mehr die Geschäfte führen, dann kann er hier konkret sagen, ich will nicht mehr. Wichtig, hier gelten die Grundsätze der Kündigung zur Unzeit. Er darf also nicht in der Krise sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, sondern dann muss er warten, bis die Krise vorbei ist. 117 HGB sagt, in der OHG ist es sogar noch strenger. Da kann ich nicht einfach nur durch Beschluss die Geschäftsführungsbefugnis entziehen, sondern ich bedarf sogar einer gerichtlichen Entscheidung. Das kennen Sie vielleicht aus dem Familienrecht, genauso wie man eine Ehe scheiden muss durch gerichtliches Urteil. Genauso wird dem Geschäftsführer durch Urteil seine Geschäftsführungsbefugnis entzogen. Das heißt, selbst wenn sich alle anderen einig sind, kann man ihm die Geschäftsführungsbefugnis nur durch gerichtliches Urteil wegnehmen. Ansonsten sind die Anforderungen die gleichen wie im BGB. Wir brauchen einen wichtigen Grund. Und der wichtige Grund heißt letztendlich grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung. Letztendlich also die gleiche Konstellation, nur eine Verfahrensmodifikation. Ich habe Ihnen eben gesagt, diese Geschäftsführungsbefugnis ist das Korrelat zur unbeschränkten Haftung. Daraus folgt auch, wenn Sie nur auf einen bestimmten Betrag beschränkt haften, haben Sie weder ein Recht noch eine Pflicht, die Geschäfte zu führen. Das finden Sie in 164 HGB. Die Kommanditisten, die nur auf einen bestimmten Betrag haften, dürfen Geschäft nicht führen und müssen Geschäft nicht führen. Aber Sie können der Geschäftsführung durch andere widersprechen, wenn eine Maßnahme über den gewöhnlichen Betrieb hinausgeht. Das können Sie sich vorstellen, ein bisschen wie im Kommunalrecht, dass man sagt, okay, der Bürgermeister für die täglichen Geschäfte, aber für die wichtigen Sachen hat der Gemeinderat die Kompetenz. Wie kann man das Ganze jetzt ökonomisch erklären? Nun dazu ein Blick ins Schuldrecht, eine Norm, die Sie hoffentlich alle im Schlaf kennen, 311b BGB.
Und 311b sagt, ein Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, sein künftiges Vermögen oder einen Teil seines künftigen Vermögens zu übertragen, ist nichtig. Demgegenüber ist ein Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, sein gegenwärtiges Vermögen zu übertragen, nur notariell beurkundungspflichtig. Meine Behauptung ist, diese Regelung und die Regelung zur Geschäftsführung in Personengesellschaften verfolgen den gleichen Zweck. Was ist der ökonomische Hintergrund von 311b Absatz 2, der sagt, ein Vertrag auch nur über einen Teil meines künftigen Vermögens kann ich nicht abschließen? Sie kennen das vielleicht aus dem Märchen, wo der König sagt, wenn du meine Tochter rettest, dann kriegst du das halbe Königreich oder sowas. Oder wenn er sagt, Sie kennen das vielleicht von Rumpelstilzchen, das Erste, was du findest, wenn du nach Hause kommst, das soll mein sein. Solche Verträge akzeptiert das BGB nicht. Können Sie sich vorstellen, warum? Es gilt erstmal Vertragsfreiheit und wir haben gelernt, Vertragsfreiheit ist ökonomisch zweckmäßig, denn die Parteien wissen besser, was sie wollen, als irgendein Gesetzgeber, der in Berlin im Reichstag sich Sachen ausdenkt. Also warum ist dieser Vertrag nichtig? Ja? Ich würde sagen, weil der Betroffene vor sich selbst geschützt werden soll, er soll davor geschützt werden, all seine finanzielle Handlungsfähigkeit zu verlieren. Aber das würde ja nur für den ersten Teil gelten, also wenn er sagt, das gesamte Vermögen, okay. Aber wenn er sagt, ein Teil, ich gebe hier 10% meines künftigen Einkommens für den und den, ist doch okay, oder? Oder 5%, versteht er? Sein künftiges Vermögen oder ein Bruchteil. Also das Gesamte kann ich verstehen, aber was spricht denn gegen einen Bruchteil? Ja? Vielleicht wollte man eine gewisse Anzahl an gewissen Verträgen, also fast schwebenden Verträgen ausschließen, wo man sagt, okay, wir wissen nicht, was in der Zukunft passieren wird. Kann sein, dass in der Zukunft vielleicht künftiges Vermögen, vielleicht willst du eine Erbschaft, vielleicht hast jetzt viel mehr, dass du dem anderen gibst, damit hast du wieder ein Ungleichgewicht oder in Zukunft jetzt hat man ein Delikt. Deliktschaden verursacht, das Vermögen ist viel kleiner und jetzt würde man vielleicht Ungleichgewichte in der Zukunft haben, die man damit ausschließen kann. Also Sie gehen davon aus, es gibt eine Informationsasymmetrie nach dem Motto, der eine könnte mehr wissen oder vielleicht weiß auch keiner was, das ist ein Risikogeschäft. Aber Risikogeschäfte sind ja generell nicht unökonomisch. Wir sagen ja ganz oft, Risikogeschäfte sind sogar sinnvoll, dass die Leute sagen, okay, ich wette in Anführungszeichen darauf, dass du mal erfolgreich bist. Stellen Sie sich vor, Sie suchen sich hier einen Studenten aus und sagen, du kriegst ein Stipendium, jeden Monat kriegst du von mir 10.000 Euro, aber wenn du hinterher einen Job hast, kriege ich von dir 10% deines monatlichen Einkommens. Das ist der Deal. Das ist ein guter Vertrag, das wäre für die Top-Studenten vielleicht eine gute Art, auch an Geld zu kommen während des Studiums. Und die 10% von 10 Millionen, die sie hinterher verdienen, das tut ihnen ja nicht weh. Eine Million, 9 hat man immer noch. Also warum diese Regelung? Die ist ja irgendwie sehr hemmend sozusagen auf den Rechtsverkehr, weil es gibt durchaus Konstellationen, wo man sich vorstellen kann, dass es sinnvoll sein kann, so ein Risiko abzuschließen. Also der Selbstschutz, den könnte ich ja in der Tat hier durch Absatz 3 haben. Da würde der Notar reichen, der Notar warnt und sagt, pass mal auf, ist ganz gefährlich, willst du wirklich? Und hinterher hast du noch kein Geld. Das könnte ich mit dem Notar auffangen. Aber das Gesetz sagt, nicht mal der Notar kann mir helfen. Es ist von vornherein nichtig, wenn ich einen Vertrag über mein künftiges Vermögen schließe. Übrigens nicht erfassend Ratenzahlungsverträge, wo ich halt eine Fixsumme habe, sondern es geht wirklich um Bruchteile. Also ich sage, x% meines monatlichen Einkommens, das ist gemeint. x% meines Vermögens, wenn ich 50 bin. Was kann denn der Sinn einer solchen Regelung sein? Und ich sage nochmal, die Regelungen bei der GbR dienen dem gleichen Zweck. Also diese, die sagen, die Gesellschafter müssen immer zustimmen, die Gesellschafter sind berechtigt und verpflichtet. Das dient dem gleichen Schutzzweck wie dieser 311b Absatz 2. Deshalb habe ich ihn jetzt eingeblendet. Nicht mal, weil ich eine Norm finden wollte. Was kann in der Gemeinsamkeit dieser Regelungen liegen?
Ja? Naja, ich würde sagen, dass in den Regelungen jeweils elementare Bereiche betroffen sind. Einmal bei den gesellschaftsrechtlichen Regelungen, wo es halt darum geht, dass nur eine gemeinschaftliche Geschäftsführung möglich sein soll. Und hier bei dieser Vorschrift jetzt eben, was das Vermögen betrifft. Und dass im Bereich dieser elementaren Bereiche eine so hohe Schutzbedürftigkeit besteht, dass von vornherein die Wichtigkeit geordnet wird. Ja, also lassen Sie mich versuchen, das Ganze mal schrittweise illustrieren. Die Idee ist, ein Mensch weiß selber am besten, was er mit seinem Geld macht, weil jeder seine eigenen Prioritäten setzt und jeder seine eigenen Bewertungen von Vermögensgegenständen trifft. In dem Moment, wo ich jemandem anderen von vorab einen Teil meines Vermögens verspreche und sage, du kriegst so und so viel Prozent, habe ich selber kein Interesse mehr, diesen Teil des Vermögens vernünftig zu verwalten. Das heißt, dieser Teil des Vermögens ist außerhalb meiner Kontrolle. Dieselbe Gefahr besteht auch in der GbR. Ich gebe das Vermögen insoweit auf, als ich sage, jemand anderes kann mich unbegrenzt verpflichten. Jemand anderes kann Pflichten für die GbR eingehen, für die ich mit meinem gesamten Privatvermögen hafte. Und diese Sache soll ich nicht unwiderruflich tun dürfen, mit der Begründung, ich könnte ja sozusagen langfristig ein Wirtschaftssubjekt aus dem Verkehr ziehen. Ich könnte mich selber handlungsunfähig machen. Warum? Weil wenn ich irgendwann 100% erreicht habe meines künftigen Vermögens, kann ich noch so viel Geld verdienen, ich kann nie mehr was von meinem eigenen Geld kaufen, weil das Geld gehört ja von vornherein jemand anderem. Jeden Cent, den ich kriege, geht sofort in eine fremde Tasche. Und dann bin ich nicht mehr möglich, dann bin ich sozusagen aus dem Verkehr gezogen. Und das darf nicht passieren, dass ein Mensch sozusagen handlungsunfähig wird. Auch schrittweise, auch langfristig, Menschen sollen handlungsfähig bleiben. Wenn Sie das juristisch begründen wollen, können Sie auch sagen, das folgt schon aus Artikel 2.1 Grundgesetz. Die allgemeine Handlungsfreiheit garantiert auch die wirtschaftliche Handlungsfreiheit. Und die würde ich zunichte machen, wenn ich mein künftiges Vermögen schon binden würde. Das heißt, ich nie mehr eine Chance hätte, zu Geld zu kommen. Alles, was ich einnehmen würde, wäre von vornherein schon weg. Die Hoffnung muss sozusagen mindestens bestehen bleiben. Und bei der GbR, ich muss immer eine Chance haben, über mein eigenes Vermögen zu verfügen. Ich kann diese Verfügungsbefugnis nicht komplett ausschließen. Die Verfügungsbefugnis über das künftige Vermögen muss mir erhalten bleiben. Ja, Vorteil dieser Regelung ist, sie gewährleistet die individuelle Rationalität. In dem Moment, wo ich nur fremde Leute über mein Geld verfügen lasse, handeln die nicht mehr in meinem Interesse und die haben auch keinen großen Verlust zu fürchten, weil es ja nicht ihr Geld ist. Es ist ja fremdes Geld. Ich gewährleiste weiterhin eine eindeutige Zuordnung. Sie wissen, ökonomisch ist es sinnvoll, wenn ich Vermögensgegenstände einem Individuum zuordne, was dann auch darauf aufpasst, dass sie vernünftig verwertet werden. Wenn die Gegenstände niemandem gehören, fühlt sich auch niemand verantwortlich und niemand beschützt sie und verwertet sie. Das heißt, man hat auch dadurch eine optimale Verwertung. Und last but not least, in dem Moment, wo Sie Ihr künftiges Vermögen schon weggegeben haben, haben Sie keine Anreize mehr, Risiken zu vermeiden. Weil Ihnen kann nichts mehr passieren. Ihr Geld gehört Ihnen eh nicht mehr. Das heißt, wenn Sie jemanden überfahren, in leere Taschen kann man nicht reingreifen. Also, Anreize setzen voraus, dass Ihnen zumindest irgendwas gehört. Und je mehr Sie vorher weggegeben haben, desto weniger Anreize haben Sie, das zu beschützen. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, das Ganze gilt grundsätzlich in der BGB-Gesellschaft und in der OHG. In der OHG allerdings mit der Modifikation, dass da jeder die anderen mitverpflichten kann und die anderen nur widersprechen dürfen im Innenverhältnis. Das Bemerkenswerte ist, dass wir in Deutschland angeblich auch einen sogenannten Grundsatz der Selbstorganschaft haben. Was ist damit gemeint? Stellen Sie sich vor, hier unten haben wir eine Gruppe von Gesellschaftern, die aber alle keine Ahnung von Management haben. Warum nicht? Weil sie nicht BWL studiert haben, sondern Kunstgeschichte. Und diese Kunstgeschichtsstudenten wollen jetzt auf dem Markt tätig werden und heuern dazu einen BWLer an. Das machen die Leute meistens in solchen Fällen. Und schließen mit dem entweder einen Geschäftsbesorgungsvertrag oder, wenn es unentgeltlich macht, einen Auftrag. Damit ist das Innenverhältnis geregelt. Der führt deren Geschäfte, deshalb heißt er Geschäftsführer, deshalb Geschäftsbesorgungsvertrag. Im Außenverhältnis erteilen sie ihm eine Vollmacht,
ganz normal 164.1 BGB und sagen, du vertrittst uns. Und die fünf sitzen jetzt zu Hause und sagen, wunderbar, es läuft alles. Das dürfen sie auch. Das nimmt ihnen keiner weg, dieses Recht. Aber die Rechtsprechung sagt, ich kann diesen Menschen nicht alles in die Hand geben. Mindestens ein Gesellschafter oder alle zusammen müssen die Befugnis haben, auch ohne den zu fragen, Geschäfte für die Gesellschaft abzuschließen. Die Gesellschaft muss also auch handlungsfähig sein, wenn dieser angestellte Mensch nicht mehr da ist. Ja? Es muss eine denkbare Konstellation geben, wo man ohne diesen Menschen handeln kann als Gesellschaft. Und der BGH hat gesagt, das liegt daran, dass das hier ein zwingendes Merkmal der Gesellschafterstellung ist. Die Befugnis, mitzuentscheiden, ist untrennbar verbunden damit, Gesellschafter zu sein. Jemand, der nicht mitstimmen kann, ist nicht Gesellschafter. Das ist also ein Kernbestandteil, der nicht auf einen Dritten übertragen werden kann. Unverzichtbar, von zentraler Bedeutung. Was aber möglich ist, sagt der BGH, ich kann natürlich dem Dritten Rechte einräumen als Untervollmacht. So wie ich eben gesagt habe, der handelt dann für die Gesellschafter. Ich verliere meine Rechte nicht, aber ich habe jemanden beauftragt im Außenverhältnis. Das heißt, kumulativ geht, ich kann nur nicht die Befugnis der Gesellschafter restlos ersetzen. Dieses Ergebnis klingt ja erstmal ganz nett, aber viele Geschäftsführer wollen das nicht. Sie wollen nicht, dass irgendwie die Gesellschafter dazwischen funken, die keine Ahnung haben und ihnen die Geschäfte kaputt machen. Insbesondere dann nicht, wenn das Gehalt des Geschäftsführers abhängig davon ist, wie viel Gewinne die Gesellschaft macht. Deshalb gibt es zum Beispiel solche Verträge. Das ist der sogenannte Holiday-in-Partnervertrag. Was sagt dieser Partnervertrag? Es gibt ein Hotel und das Hotel steht im Eigentum von E. Und E beauftragt Holiday-in, was ein Unternehmen ist, dieses Hotel zu führen. Und der Hotelführungsvertrag sieht vor, der Eigentümer erklärt und versichert, dass der Manager bei Erfüllung aller Absprachen, Verpflichtungen, Vereinbarungen und so weiter ungestört bleibt, und zwar ohne Behinderung, Wiederinbesitznahme oder Störung durch den Eigentümer. Der Eigentümer übernimmt, sobald er in der Macht steht, dem Manager gegenüber die Gewähr für das ununterbrochene Leitung und den ungestörten Betrieb des Anwesens und verpflichtet sich, den täglichen Betrieb weder zu stören, noch sich in irgendeiner Form einzumischen. Der Unterschied nochmal, ich habe Ihnen eben gesagt, ich kann Leute beauftragen, ich kann den Vertretungsmacht einräumen. Aber dadurch verliere ich meine Befugnis nicht. Hier wird nicht gesagt, dass ich Befugnis verliere, aber es wird eine schuldrechtliche Pflicht begründet, diese Befugnis nicht auszuüben. Ich bin also verpflichtet, gegenüber dem Manager schlicht nichts zu tun. In dem Moment, wo ich was tue, begehe ich eine Pflichtverletzung und hafte nach 280.1 auf Schadensersatz. Der Vertrag war auf 20 Jahre geschlossen. Er sah außerdem drei Verlängerungsmöglichkeiten vor, und zwar einseitig. Das heißt, Holiday Inn konnte sagen, wir wollen nochmal 10 Jahre, und das konnten sie dreimal machen. Das heißt, insgesamt kam man auf 50 Jahre. Und die Frage, die der BGH beantworten musste im Jahr 1981 war, ist diese Konstruktion eine Umgehung des Grundsatzes, der sagt, ich kann die Befugnis so führende Geschäfte nicht auf einen Dritten delegieren, sondern die muss originär bei mir bleiben. Der Dritte kann ermächtigt werden, aber ich verliere meine Befugnis auf keinen Fall. Was meinen Sie? Ja, das kommt dem Vertrag ja schon nahe. Vor allem, wenn die andere Seite den Vertrag verlängern kann, bis zum Rahmen von 50 Jahren. Das führt ja praktisch dazu, dass man über ja, quasi eine komplette halbe Lebenszeit nicht mehr an sein Recht aufnehmen kann, ohne sich halt schadenpflichtig zu machen, was ja das Ganze praktisch wieder einschränkt. Also man könnte es theoretisch von Haus üben, aber praktisch sieht er nicht mehr. Ja. So sah es auch das OLG, die sagen, das kann ja irgendwie nicht sein, das ist eine Umgehung des Gebotes, ich darf es nicht übertragen. Ich übertrage es zwar nicht, aber ich mache mich selber handlungsunfähig, indem ich sage, wenn es passiert, zahle ich halt eine Vertragsstrafe und das kann nicht sein.
Jetzt machen wir hier aber nicht sozusagen deutsche Rechtsgeschichte, sondern wir fragen uns, ist diese Klausel vielleicht ökonomisch aus irgendeinem Grunde gerechtfertigt? Kann es irgendeinen Sinn geben, so eine Vereinbarung zu treffen? Oder ist das ein Desaster? Darf das gar nicht passieren? Was uns wieder auf die Frage zurückbringt, was ist denn der Sinn dieses unsinnigen Gebotes der Selbstorganschaft? Was ist das Schlimme an dieser Klausel? Warum finden wir die bedenklich? Außer dass es eine Umgehung ist von etwas anderem, wo wir noch nicht geklärt haben, warum es das überhaupt gibt. Und noch anders gefragt, warum besteht Holiday Inn auf so einem Mustervertrag? Was haben die denn davon? Ja? Vielleicht erstmal auf die ökonomische Sinnhaftigkeit von so einer Regelung einzugehen. Ich würde sagen, rein ökonomisch betrachtet macht das schon Sinn aus zweierlei Gründen. Einmal ist es ja so, dass Holiday Inn als ja, Urlaubsunternehmen wahrscheinlich die entsprechende Professionalität mitbringt, um die Geschäfte so ertragreich wie möglich zu führen. Und andererseits ist es so, wenn die sich selber die Möglichkeit einräumen, Vertrag um jeweils 10 Jahre bis zu 50 Jahren zu verlängern, haben die einfach ja, große Erfahrungswerte, auf die dann im Laufe der Zeit immer wieder zurückgreifen können, was letztlich dazu führt, dass rein ökonomisch betrachtet eine bessere Führung der Geschäfte möglich sein könnte. Ja, in der Tat, der Vertrag, wenn er auf 50 Jahre läuft, ist es ja sinnvoll, dass die das auch mal konsistent durchführen können und nicht ständig dazwischen gefunkt wird. Die haben auch Ahnung, dass ein Unternehmen, das ist darauf spezialisiert, Hotels zu betreiben. Also spricht ja viel dafür, dass sie das auch ungestört machen können und nicht irgendwelche Laien dazwischen fuschen und möglicherweise die langfristige Planung zerstören aus irgendwelchen unsachlichen Erwägungen, weil die halt sagen, das Gartenhäuschen finden wir besonders schön, deshalb sollen die machen können, was sie wollen. Also es gibt durchaus ein ökonomisches Interesse daran, wenn ich Geschäftsführer bin, das auch langfristig zu tun und nicht immer mich neu mit den Eigentümern auseinandersetzen müssen und sagen müssen, ja, ich habe jetzt die Pläne, da werden wir zwar nächstes Jahr einen Verlust machen, aber in 10 Jahren werden wir Riesengewinne machen. Wenn ich das jedes Mal absprechen muss, kann ich im Grunde nie langfristig planen. Das heißt, ich brauche eine gesicherte Position, die a. weitgehend unkündbar ist, b. auf einen langen Zeitraum gesichert ist und c. frei von Weisungen oder sonstiger Einmischung. Das kann durchaus ein Mehrwert sein, wenn ich nicht in der Lage bin, selber Eigentümer zu werden, weil etwa der bisherige Eigentümer nicht verkaufen will und der bisherige Eigentümer selber es nicht verwerten kann, weil er nicht die Kompetenz hat. Das heißt, es können Vertragsbedingungen sein, die ausgehandelt worden sind und grundsätzlich gehen wir davon aus, ausgehandelte Bedingungen werden im Zweifel okay sein. Trotzdem, wie gesagt, haben wir Bedenken. Warum diese Bedenken? Ja? Naja, aus einer Regelung ist es ja so, dass sich der Eigentümer quasi sich selbst seine eigentumsrechtlichen Stellung beraubt. Und das Eigentum erfährt in der Bundesrepublik auch einen grundrechtlichen Schutz, Artikel 14. Und, ja. Ja, gehört nicht zum grundrechtlichen Schutz auch das Recht darauf zu verzichten? Ich kann mein Notebook in den Mülleimer werfen, verzichte damit auf mein Eigentum. Oder ich vermiete meine Wohnung und verzichte dadurch auf das Recht, in meiner Wohnung zu wohnen. Das ist ja eigentlich die negative Dimension der Eigentumsfreiheit, dass ich auch sage, will ich nicht. Und ist es nicht auch im Interesse des Eigentümers, wenn er sich entschließt, dass er sagt, ich kann selber kein Hotel vernünftig führen, dass er es an Holiday Inn gibt, die es vernünftig verwerten können? Ja? Weil er eigentlich verhaftet in vielen Fällen. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel etwas darauf zurückzuführen ist, dass das Hotel das Gebäude
Gebäude, wo man schnell mangelhaft war, wo man in der Ebene nichts konnte. Das heißt, es wurden nur Zeile da, Absprachen, Pflichten, Vereinbarungen, Bedingungen nicht greift. Dann würde der Eigentümer haften, konnte aber trotzdem gar nichts dagegen machen, weil er hat sein Hotel, das er eigentlich umgehört, aber von Holiday geführt wird, gar nicht mehr zum Beispiel das reparieren oder ändern konnte. Beispiel Brandschutz oder sowas. Das könnte er dann nicht. Denn das natürlich wäre wahrscheinlich Brandschutz geregelt, aber sowas in der Art. Ja, also Sie meinen, dass es drittgerichtete Pflichten gibt und der Eigentümer sozusagen aufgrund der Zustandshaftung dafür verantwortlich ist, sagen wir eben, weil es um Umweltschäden geht oder Brandschutz oder was weiß ich, Störungen. Und er sozusagen dieses Risiko trägt, aber sozusagen es gar nicht abwenden kann, weil ihm die Befugnis dazu fehlt. In der Tat, das wäre ein Problem und man würde wahrscheinlich in den Umständen sagen, okay, da muss man den Vertrag irgendwie so auslegen, dass der Geschäftsführer hier aus Treuepflichten verpflichtet ist, diese Maßnahmen von sich aus zu treffen, unter der dann der Unternehmer darauf klagen kann, dass gesagt wird, okay, du musst dich an die Bauvorschriften oder Ähnliches halten. Das würden wir nach Normal 242 sagen, nach dem Motto, wenn ich einen Vertrag habe und den Vertrag so ausübe, dass ein anderer Vertragspartner geschädigt wird, ist das treuwidrig, also kriege ich ihn dran. Also das würden wir konstruktiv hinkriegen. Ja, dann muss er doch Holiday Inn erstmal auf Freistellung verklagen. Immerhin, es kommt ein Anspruch, also ich ja. Kann nicht sein, dass ich ihn total verwende. Aber ja. Kann, ist es denn nicht so, dass, wenn jetzt erstmal der Eigentümer von irgendeinem Dritten angegriffen wird, weil der Eigentümer haftet, ja, muss der Eigentümer erstmal dann klagen gegen Holiday Inn auf Freistellung, dann trägt er doch ein zusätzliches Risiko, obwohl er gar nichts machen konnte. Ja, aber haben Sie jetzt nicht auch, wenn Sie eine Wohnung vermieten? Ihr Mieter macht in der Wohnung eine Drogenplantage. Jetzt kommt die Stadt und sagt, hier Drogenplantage beseitigen. Können Sie einfach die Wohnung rein beseitigen? Nein, weil der Mieter kann sich dagegen wehren mit Besitzschutz. 858, 859 BGB, Besitzwehr. Also der kann Sie die Tür setzen. Also das haben Sie eigentlich bei vielen Verträgen, dass Sie sozusagen zwar immer noch in der Haftung sind, aber sich kaum wehren können. Oder wenn Sie ein Auto vermieten, ganz deutlich. Wenn Sie bei Sixt ein Auto mieten und fahren damit einen über den Haufen, dann haftet auch erstmal der Halter. Man kann einen Regress bei Ihnen nehmen. Ja, also der BGH hat bemerkenswerterweise gesagt, generell ist dieser Vertrag okay. Das einzige Problem dieses Vertrags ist die Laufzeit. Wenn der Vertrag auf 3-4 Jahre gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen. Aber 50 Jahre sei im Zweifel unzumutbar und bei 50 Jahren sei diese Bindung sozusagen zu langfristig. Weil dieses Prognoserisiko im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht kalkuliert werden könne, dass man sozusagen weiß, was in 50 Jahren ist und deshalb diese Bindung durchaus möglich ist, aber nur kurzfristig. Die herrschende Literatur sagt, das geht nicht. Die herrschende Literatur sagt, das geht nicht mit der Überlegung, da verliert jemand seine kompletten Befugnisse und das führt zu einem Moral Hazard Problem, was bedeuten soll, dem einen ist es egal, weil er nicht tun darf, obwohl er Eigentümer ist, und dem anderen ist es egal, weil es nicht sein Eigentum ist und er deshalb sozusagen den Schaden nicht trägt. Also wenn er sozusagen das Hotel verkommen lässt, weiß er, irgendwann ist Ende, bin ich eh wieder raus. Der Eigentümer sieht, dass das Hotel verkommt, sein Vermögen weniger wert wird, aber er kann nichts tun, weil dieser Vertrag ihn bindet. Das heißt, wir haben da eine Situation, wo sozusagen Vermögensgüter von keinem mehr gepflegt werden. Das zweite Problem, sagen die, ist dasselbe, was wir auch hinterher noch haben werden, das Agency-Problem, der Loyalitätskonflikt, dass natürlich jeder Beteiligte an seinen eigenen Gewinn denkt und Holiday Inn möglicherweise auch mehr als ein Hotel hat. Das heißt, die haben vielleicht das eine Hotel in guter Lage, das andere in schlechter Lage und das Schlechtere lassen sie dann verkommen, weil die sagen, ob wir da die Gewinne machen oder da die Gewinne machen, ist uns egal. Während der Eigentümer hat nur ein Hotel und profitiert auch nur von dem Vertrag an dem einen Hotel. Das heißt, wir haben hier das Problem, dass wir sozusagen eine dauerhafte Interessenkonfliktlage provozieren. Und last but not least haben wir das Problem, dass die Risiken möglicherweise unterschiedlich eingeschätzt werden. Der eine führt die Geschäfte und der andere trägt das Risiko. Und dadurch wird derjenige, der die Geschäfte führt, möglicherweise viel riskanter handeln und viel mehr zum Nachteil als derjenige, der das Geld selber zahlen muss. Sie kennen das, wird immer bei der Aktiengesellschaft gesagt, wenn ich das Geld der Aktionäre ausgeben kann, ist das viel leichter, als wenn ich mein eigenes Geld investieren muss.
Andererseits, wie gesagt, für den BGH spricht, in vielen Fällen wird der Geschäftsführer mit einem Modell, wo gesagt wird, es kann ja jederzeit jemand dazwischen pfuschen, kaum motivierbar sein. Wenn Sie jemandem sagen, hör mal, mach was du willst, aber wir behalten uns vor, jederzeit einzugreifen, dann kann er sich nicht die Qualität seiner Leistung auf die Fahne schreiben, denn wenn es schief geht, kann er nicht sagen, die waren schuld, und wenn es gut geht, können die immer noch sagen, das waren ja nur unsere tollen Weisungen. Das heißt, ein guter Geschäftsführer, ein Topmann will auch Unabhängigkeit, und die kann man ihm nur bieten, wenn man solche Verträge zulässt. Zweitens haben wir das Problem der Synergieeffekte. Die Alternative zu diesem Vertrag wäre, dass Holiday Inn alle Hotels kaufen müsste. Das heißt, Eigentümer wird. Das ist nicht unbedingt wirtschaftlich. Es ist durchaus manchmal wirtschaftlich, dass der Halter und der Geschäftsführer eines Unternehmens auseinanderfallen. Es muss nicht zwingend der Finanzier identisch sein mit demjenigen, der die Geschäfte führt. Nicht umsonst sieht das Gesetz bei den Kapitalgesellschaften ausdrücklich vor, dass jeder Person als Geschäftsführer angestellt werden kann und nicht nur Gesellschafter das dürfen. Und last but not least, in dem Moment, wo ich eine Tätigkeit in fremdem Interesse habe, haben wir wiederum durch die Treuepflicht ein gewisses Korrektiv. Das heißt, wenn es zu krass ungerecht wird, können wir die einzelne Ausübung kontrollieren. Auch wenn es keine Weisungsbefugnisse gibt, kann dann eine einseitige Begünstigung missbräuchlich sein und deshalb unwirksam. Also ökonomisch betrachtet ist es wahrscheinlich effizienter, Vertragsfreiheit zu gewähren und zu sagen, derjenige, der sich darauf binden will, soll es tun. Wer es nicht will, muss es nicht tun. Die zweite Frage, die sich in den Personengesellschaften stellt, ist die Frage, was ist mit der Minderheit? Die Minderheit ist ein ganz großes Problem im Gesellschaftsrecht, was relativ offensichtlich wird, wenn Sie überlegen, Sie haben 1 Million investiert und Sie haften mit Ihrem gesamten Privatvermögen. Und jetzt werden Sie überstimmt von allen anderen. Das heißt, Ihre 1 Million steht auf dem Spiel, wenn es schief geht, und Ihr gesamtes Privatvermögen steht auf dem Spiel, wenn Sie überstimmt werden. Das heißt, Mehrheit ist ein ganz großes Problem. In der Aktiengesellschaft können Sie, wenn Sie überstimmt werden, Ihre Aktien einfach verkaufen. Dann sind Sie raus. Wenn Sie persönlich haften, müssen Sie jemand anderen finden, der auch persönlich haften will. Das wird schwierig. Das heißt, die Option rauszugehen, haben Sie auch nicht. Deshalb Mehrheit ein ganz großes Risiko für Sie. Das Gesetz hat das im BGB so geregelt, dass grundsätzlich immer Einstimmigkeit erforderlich ist. Wenn auch nur einer Nein sagt, darf die Gesellschaft diese Tätigkeit nicht ausüben. Im HGB können Sie widersprechen, das heißt, Sie können sagen, das möchte ich nicht, und wenn einer widerspricht, war es das. Sie können sich vorstellen, dass das gerade bei Großinvestmentfonds, wo viele Millionen Rentner ihr Geld investieren in ein Unternehmen, was Flugzeuge verliest an Fluggesellschaften zum Beispiel, dass es da kaum zweckmäßig wäre, wenn man immer Einstimmigkeit hätte, denn irgendeiner ist immer der Querulant und sagt Nein. Deshalb hat sich in Gesellschaftsverträgen bewährt, dass man eine Mehrheitsklausel reinschreibt. Die Mehrheitsklausel ist grundsätzlich möglich, weil das Gesetz sogar sagt, man kann bestimmte Größe als Mehrheit fassen. Und eine typische Klausel lautet dann, Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit nicht einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder sonstige Vereinbarungen der Gesellschafter etwas anderes vorschreiben. Das heißt, das gesetzliche Leitbild der Einstimmigkeit wird ausgetauscht durch den Grundsatz der einfachen Mehrheit. Jetzt sagen Sie, ja und? Ist doch nett, Mehrheit ist immer gut. Der BGH war da ursprünglich nicht so von überzeugt. Der BGH sagte, da muss man die Gesellschaft davor warnen und man muss einen Katalog machen, wo drin steht, wofür alles Mehrheit erforderlich ist. Das heißt, erstens, für Dividendeausschüttung ist Mehrheit erforderlich, zweitens, Ausschluss von Gesellschaften geht nur mit Mehrheit und so weiter und so fort. Also ein Katalog, der möglicherweise an 3-4 Seiten lang war. Das war der sogenannte Bestimmtheitsgrundsatz. Die Idee des Bestimmtheitsgrundsatzes war, dass man dann gewarnt ist und wenn man damit nicht zufrieden ist, geht man halt in eine andere Gesellschaft. Der BGH
hat diesen Bestimmtheitsgrundsatz in den letzten 8 Jahren bis auf 0 reduziert. Zunächst mal 2007 hat er gesagt, naja, wir brauchen keine einzelne Auflistung der Beschlussgegenstände und der jeweiligen Tragweite. Vielmehr gelten hier ganz normal 133, 157 BGB. Wir gucken den Willen der Gesellschafter bei der Gründung und wenn wir den irgendwo raus herleiten können, dann reicht auch eine konkludente Vereinbarung, die dann so im Vertrag angedeutet ist. Und das Ganze erfasst auch ganz grundlegende Maßnahmen, zum Beispiel so Maßnahmen wie, weiß ich nicht, Ausschluss, Einzahlung weiterer Beiträge oder Ähnliches, wenn im konkreten Fall nachgewiesen werden kann, dass diese auch von der Klausel erfasst sein sollten, auch wenn sie nicht ausdrücklich genannt worden sind. Und zuletzt hat der BGH im vergangenen Jahr gesagt, wir haben die allgemeinen Auslegungsgrundsätze und Bestimmtheitsgrundsatz gibt es gar nicht mehr. Das heißt, es gilt einfach nur eine Generalklausel, bei uns gilt Mehrheit und alles Weitere ist einem Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln. Soweit, so gut. Das ist aber ein bisschen unfair für die Gesellschafter. Das ist deshalb unfair, weil die Gesellschafter möglicherweise in der Tat nicht sehen, was ihnen droht. Und deshalb gibt es natürlich inhaltliche Schranken. Inhaltliche Schranke ist etwa, dass es Rechte gibt, auf die der Gesellschafter nicht mal verzichten kann, wenn er einwilligt. Dazu gehört das Recht auf die Anwesenheit bei Gesellschafterversammlungen. Dabei sein ist unverzichtbar. Ob sie abstimmen dürfen, nicht. Aber jeder hat das Recht, auf Gesellschafterversammlungen dabei zu sitzen, sich anzuhören, was die anderen sagen und kritische Kommentare zu machen und Fragen zu stellen. Ebenfalls unverzichtbar sind bestimmte Mindestinformationen. Sie sollen eine Chance haben, auch sachlich informiert zu sein, was mit ihrem Geld passiert. Das heißt, sie kriegen zum Beispiel bestimmte Jahresabschlussinformationen oder Ähnliches. Sie müssen Auskunftsrechte haben, um herauszufinden, ob alles richtig läuft. Und last but not least, haben sie das Recht, Beschlüsse, die die anderen gefasst haben, auch wenn sie nicht mitgestimmt haben, gerichtlich überprüfen zu lassen. Das heißt, wenn die zum Beispiel beschließen, dass sie rausfliegen, können sie nicht von vornherein darauf verzichten, dass sie sich dagegen wehren. Sie haben immer das Recht, sich zu wehren vor Gericht. Das ist auch unverzichtbar. Das ist noch einfach. Ja, also das sind so die 3 Grundrechte. Sie dürfen sich wehren, sie dürfen sich informieren und sie dürfen meckern. Mehr haben sie nicht. Die rechte Spalte kann man ihnen wegnehmen, wenn sie zugestimmt haben. Das heißt, alles, was rechts steht, geht mit Zustimmung. Was links steht, darf man ihnen gar nicht wegnehmen. Was steht da so? Das Stimmrecht. Sie können sagen, ich verzichte darauf, abstimmen zu dürfen. Das müssen Sie sagen, wenn Sie das machen, haben Sie verzichtet. Dürfen Sie. Sie dürfen auf den Gewinnbezug verzichten. Sie dürfen sagen, ich will keine Dividende haben. Verzichte ich. Könnt ihr alles an meiner Stadt kriegen. Sie können genauso gut verzichten auf Anteile bei der Auflösung und Sie können auf Abfindung verzichten beim Ausschluss, wenn Sie also rausgeworfen werden. Weiterhin können im Gesellschaftsvertrag positiv normiert werden weitere Rechte, dass zum Beispiel gesagt wird, Sie haben das besondere Recht, jeden Morgen ein Frühstück zu kriegen. Dann dürfen Sie, darf man Ihnen dieses Recht auf ein Frühstück nur wegnehmen, wenn Sie zustimmen. Das ist die einfache Unterscheidung. Alles, was darüber hinausgeht, kann man Ihnen grundsätzlich einfach so wegnehmen. Jetzt, wenn Sie einen Beschluss haben, einen Mehrheitsbeschluss, dann brauchen Sie im Einzelfall 2 Voraussetzungen. Die formelle, habe ich Ihnen eben gesagt, ist unproblematisch. Formell bedeutet, Sie haben irgendeine Klausel im Gesellschaftsvertrag, die sagt, es gilt die Mehrheit. Diese Klausel ist wertneutral im Sinne von, dass sie niemanden benachteiligt oder bevorzugt, weil sie gilt ja für alle. Mehrheit ist Mehrheit. Die Klausel wird ganz normal ausgelegt wie jede Vertragsklausel im BGB, das heißt nach dem Wortlaut und nach dem Willen. Und dann wird am Ende geguckt, hat die Klausel diesen Fall erfasst? Hat man damals daran gedacht, dass das auch mal passieren könnte? Und wenn das nicht der Fall war,
hätte man daran gedacht, das heißt ergänzende Vertragsauslegung. Damit verlagert sich das ganze Problem auf die zweite Ebene, auf dieses Kästchen. Und dieses Kästchen sagt, grundsätzlich werden die Beschlüsse auch inhaltlich kontrolliert. Und die inhaltliche Kontrolle besteht darin, dass man guckt, ist das missbräuchlich, diesen Beschluss gegen die Stimmen der Minderheit zu machen. Und in dem Moment, wo ich in diese rechte Gruppe reinkomme, wird vermutet, dass sie damit nicht einverstanden sind. Dann muss ich positiv beweisen, dass sie entweder einverstanden waren, was geht, wenn es halt ausdrücklich im Vertrag drin stand, oder Variante 2, dass sie zustimmen mussten, was der Fall ist, wenn der Eingriff in die Rechte geboten und zumutbar ist. Was meine ich damit? Es kann zum Beispiel sein, dass sie sagen, dieses Jahr gibt es keine Dividende, weil wir wollen das Geld anlegen, um zu expandieren. Dann kann es geboten sein, dass alle auf ihre Dividende verzichten und keiner sie ausgezahlt kriegt. Oder bei Sanierungsmaßnahmen kann man sagen, jeder muss Geld nachschießen und dann können sie dazu gezwungen werden, wenn ansonsten das Ganze vor die Wand fährt und sie noch höhere Verluste hätten. Das heißt, wir haben eine Abwägung der Interessen und wir kommen dann zu irgendeinem Ergebnis. Jetzt, ich habe Ihnen eben gesagt, früher war der Grundsatz, man muss alles positiv auflisten. Heute ist dieses formelle Kriterium im Grunde wertlos. Formell ist nichts mehr zu holen. Es wird alles in einer Wischiwaschi-Abwägung gemacht, was so ein bisschen ist wie im Verfassungsrecht so mit praktischer Konkordanz. Man sagt, ja, hier der eine hat das Recht, der andere hat das Recht und das ist wichtiger und das ist unwichtiger. Und man kommt auf so eine relativ unklare, diffuse Ebene. Frage, ist diese Rechtsprechung eine ökonomische Optimierung, also ist es effizienter oder ist es neutral oder ist es schlechter als vorher? Also früher formell betont, und man gesagt, einfach katalogmäßig auflisten. Heute formell im Grunde ganz geringe Anforderungen, aber alles auf eine Abwägungsebene verschoben. Was denken Sie, sprach für die alte Lösung und was spricht für die, in Anführungszeichen, neue Lösung der Rechtsprechung? Ja? Also in der Tat, die alte Lösung war auf jeden Fall transparenter auf den Laien, es war vorhersehbarer. Bei der neuen haben wir mehr Einzelfallmöglichkeiten, das heißt, wir können im Einzelfall abwägen. Die Frage, ob es jetzt effizienter ist, stellt sich nach einer ganz einfachen Überlegung. Was ist höher? Der Verhandlungsaufwand bei der Gründung, um einen Katalog aufzustellen, wo einfach drin steht 1, 2, 3, 4, 5, der muss ja ausgehandelt werden. Und wenn was vergessen wird, trägt man halt das Risiko, dass man dann Pech gehabt hat. Oder die Kosten einer Reaktion, dass man sagt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, das wird jetzt sozusagen auf einmal auch gemacht, gegen meinen Willen, sind diese Kosten der Anpassung höher als die Kosten der Verhandlung. Die beiden Varianten sind nämlich, was wir heutzutage haben, ich kann einen Positivkatalog machen, im Sinne von Mehrheit ist immer genügend, wenn, ich kann aber auch einen Negativkatalog machen und sagen, folgende Sachen müssen immer einstimmig sein, alle anderen Sachen gehen nach Mehrheit. Beide Sachen kosten Verhandlungsaufwand. Und da im Normalfall niemand bei Vertragsschluss weiß, welche Situationen mal auftreten können, habe ich immer diesen Konflikt, ich vergesse es am Anfang, kann ich es am Ende reinlesen. Und diese Kosten sind natürlich erheblich. Und die werden auch dazu führen, dass sie einen Risikoabschlag machen. Sie werden sagen, okay, dieser Vertrag, da steht was drin, aber ich muss hinterher überlegen, ob die Leute auch dran halten, ob es so ist, wie es drin steht, oder ob überraschende Entwicklungen kommen. Und dieses Risiko preisen Sie ein, egal ob Sie den linken Weg nehmen oder den rechten Weg. Egal ob im Einzelfall drin steht, Klausel 1 bis 26 ist Mehrheit, oder ob drin steht, Klausel 1 bis 26 ist Einstimmigkeit.
In beiden Fällen haben sie enorme Kosten, weil sie berücksichtigen müssen, es kann sein, dass das Wesentliche fehlt. Entweder fehlt der Punkt, wo Mehrheit erforderlich wäre hinterher und sie denken sich, toll, es kann ein Querulant den ganzen Laden aufhalten, oder es fehlt die Klausel, wo Einstimmigkeit ist und man nimmt ihnen auf einmal was weg. Man entzieht ihnen das Stimmrecht, ohne dass sie sich dagegen wehren können, weil der Vertrag das sozusagen nicht privilegiert hat. So oder so haben sie enorme Kosten. Das heißt, im Ergebnis, egal ob die alte Rechtsprechung aufrechterhalten wäre oder die neue, die Kosten bleiben exakt gleich. Sie haben in beiden Fällen die Rechtsunsicherheit am Ende. Sie haben die Rechtsunsicherheit, dass das Gericht sozusagen das Problem hat, dass der Paragraph, den Sie brauchen, nicht geregelt ist. Also die Konstellation, nach der Sie suchen, fehlt. Ja, zusammengefasst, in Personengesellschaften fallen die unbeschränkte Haftung und die Entscheidungsbefugnis grundsätzlich zusammen. Einzelne Gesellschafter können auf ihre Mitentscheidung verzichten oder davon ausgeschlossen werden, haben wir eben gesehen, aus wichtigem Grund. Dies ist an einen wichtigen Grund geknüpft, um Fehlanreize auszuschließen. Fehlanreize im Sinne von, man will die einen ausbeuten, also man sagt, ha, du hast kein Stimmrecht mehr und jetzt nehmen wir das Ganze, verpflichten dich, denn du haftest persönlich und hauen dich dadurch in die Pfanne. Der Grundsatz der Selbstorganschaft verhindert, dass Haftung und Entscheidung vollständig auseinanderfallen. Dennoch ist es gegebenenfalls effizient, Geschäftsführern weitgehende abgesicherte Freiheit zu gewähren. Das war dieser Holiday-In-Fall, wo man sagt, ich finde sonst möglicherweise keine kompetenten Leute. Und die kompetenten Leute haben manchmal nicht das Geld, um alles in Eigentum zu erwerben. Und last but not least hatten wir Mehrheitsentscheidungen grundsätzlich nur mit Zustimmung der Betroffenen. Die Anforderungen hierzu wurden in den letzten Jahren herabgesetzt. Effizienzänderungen sind dadurch nicht eingetreten, weil wir immer noch das Unsicherheitsrisiko haben. Wir haben es nur genau spiegelbildlich jetzt. Vorher musste derjenige, der Einstimmigkeit, der Mehrheit suchte, beweisen, dass das von der Mehrheitsklausel erfasst war. Heute muss derjenige, der Einstimmigkeit haben will, beweisen, dass es ausnahmsweise hier Einstimmigkeit bedarf. Ja, damit kommen wir zum Thema Treupflichten. Ich habe eben schon gesagt, Treu und Glauben, sehr wichtig. Warum gibt es solche Rücksichtnahmepflichten? Ganz einfach gesagt, weil die Verhandlungskosten so hoch sind, dass man nicht alle Gegebenheiten beim Vertragsschluss vorhersehen kann. Wenn Sie mit jemandem einen Vertrag schließen, dann können Sie nicht im Zeitpunkt der Verhandlungen vorhersehen, was mal in 10 Jahren sein wird. Und Gesellschaften sind grundsätzlich auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das heißt, es gibt kein Ende, das heißt, man sitzt daran herum. Damit haben wir den zweiten Punkt, Vertrauenskosten. In dem Moment, wo Sie eine Gesellschaft gründen, sind Sie ja nicht alleine. Sie haben also Mitgesellschafter und Sie müssen auf deren Verhalten vertrauen, dass die sich in Ihrem Interesse verhalten. Wir haben weiterhin eine Informationsasymmetrie insoweit, als es möglicherweise so ist, dass es Personen gibt, die mehr wissen als Sie, entweder die angestellten Geschäftsführer oder die Investoren, die sozusagen Geschäftskompetenz haben, die Sie nicht haben, weil Sie nur Geld haben. Und last but not least geht es natürlich um Anreizstrukturen. Warum soll jemand mit Ihrem Geld vorsichtig umgehen? Antwort, nur weil ihm eine Haftung droht. Normalerweise brauchen wir immer eine Haftung, um Leute zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Diese Treupflichten gelten sowohl unter den Gesellschaftern, also Gesellschafter 1 zu Gesellschafter 2, äußern sich unter anderem darin, dass sich ein Gesellschafter nicht auf Kosten der anderen einen Vorteil verschaffen darf, indem er in die Kasse greift und selber das Gesellschaftsvermögen einkassiert. Sie besteht aber auch gegenüber der Gesellschaft, insbesondere beim sogenannten existenzvernichtenden Eingriff. Das bedeutet, wenn ich hingehe und der Gesellschaft das notwendige Vermögen entziehe, um auf dem Markt tätig zu sein und dadurch den Gläubigern die Möglichkeit entziehe, sich an die Gesellschaft zu verhalten, dann haften die Gesellschafter persönlich. Aber auch bei der Frage, ob die Gesellschafter bei einem Sanierungsbeschluss zustimmen müssen oder zum Beispiel einen Nachschuss leisten müssen, wo man sagt, es gibt die Treupflicht, entweder zuzustimmen oder auszuscheiden. Diese Treupflichten äußern sich insbesondere im Stimmrecht, im einfachsten Fall darin, dass man nicht mit abstimmen darf. Nicht mit abstimmen, nämlich dann, wenn es um Geschäfte mit einem selbst geht. Sie kennen das aus der Stellvertretung bei 181 BGB. Der gleiche Gedanke hier, ich soll nicht auf beiden Seiten des Vertrages stehen.
weil dann kann ich im Zweifel Dritte schädigen. Dann Zustimmungspflichten. Manchmal reicht es nicht, wenn ich sozusagen nicht mit abstimme, sondern manchmal muss ich aktiv Ja sagen. Und zwar insbesondere im Sanierungsfall, wenn es der Gesellschaft so schlecht geht, dass sie neues Geld braucht, dann muss ich einer Kapitalerhöhung zustimmen, damit die neues Geld von neuen Anlegern bekommen kann. Und last but not least, gibt es auch außerhalb meiner Tätigkeit in der Gesellschaft Unterlassungspflichten, namentlich ein Wettbewerbsverbot. Das bedeutet, dass sie nicht in Konkurrenz zur Gesellschaft treten dürfen. Das ist jetzt offensichtlich, dass sie sozusagen nicht zwei parallele Tätigkeiten haben sollen. Woraus ergibt sich das? Nun, zunächst mal aus dem Gesetz 705 BGB sagt für die Personengesellschaften, die Gesellschafter verpflichten sich gegenseitig, den gemeinsamen Zweck zu fördern. Das heißt, jeder Gesellschafter ist gegenüber jedem anderen Gesellschafter verpflichtet, den Zweck der GbR zu fördern. Gleichzeitig ist aber die GbR auch selber rechtsfähig. Das heißt, auch die Gesellschaft hat gegen jeden Gesellschafter einen Anspruch. Wenn Sie nicht ins besondere Schuldrecht gucken wollen, können Sie natürlich auch 242 BGB heranziehen. Ohnehin ist jeder Schuldner verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben durch die Verkehrssitte es erfordern. Die Leistung ist hier die Mitwirkung an der Geschäftsführung der GbR und die ist so zu erbringen, wie Treu und Glauben es erfordern. Das heißt, man muss Rücksicht auf andere nehmen. So, und jetzt kommt ein richtig schwieriger Fall, damit Sie mal sehen, Konzernrecht am einfachen Beispiel. Es gibt einen K. Und K ist mit 15% an einer GmbH beteiligt. Es gibt einen B, der hält die anderen 85%. Wenn Sie addieren, 85 plus 15, kommen Sie auf 100. Die GmbH ist wiederum persönlich haftende Gesellschafterin von zwei KGs. An diesen KGs ist der K wiederum mit jeweils 40% als Kommanditist beteiligt. K darf allerdings nicht mitentscheiden. Er hat keinerlei Stimmrecht, er hat nichts zu sagen. Die KGs wiederum haben Anteile an verschiedenen Auslandsgesellschaften. Und wenn man alle Anteile addiert, ist K zu insgesamt 49 beteiligt, B zu 51%. Ja? Also 49 bis 51 gibt auch wieder 100. Jetzt gibt es die I, die hieß ITT, ITT. Die ITT Incorporated ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von B. Sie erinnern sich, B ist der mit den 85%. Die Gesellschaften der G-Gruppe, also alle Tochtergesellschaften der GmbH, schlossen mit der ITT ein Service Agreement ab, wonach sie eine jährliche Konzernumlage von 1% ihres Gesamtumsatzes zahlen mussten. Die beiden KGs und die drei Außengesellschaften zahlten insgesamt ungefähr 900.000 Euro an die ITT Incorporated. Der K verlangt nun von B Rückzahlung dieses Betrages. Ich habe Ihnen das mal versucht aufzumalen. Ha, toll. Es gibt K und es gibt B. Die haben insgesamt 100% der Anteile an der GmbH. Die GmbH hat wiederum 100% an den zwei KGs. Die KGs schließen diesen Servicevertrag mit der ITT und die ITT gehört ausschließlich B, die gehört nicht K. Warum hat jetzt K das Gefühl, dass ihn B über den Tisch zieht? Bei dieser Konstellation. Ja? So ist es. Also wenn das Geld, solange das Geld in der GmbH oder deren Tochtergesellschaft ist, ist da K mit insgesamt 49% dran beteiligt. Jeder Cent, der abgezweigt wird an die I, daran ist der K gar nicht mehr beteiligt. Das gehört ausschließlich dem B. Das heißt, der K sagt, du ziehst hier aus diesem Block, der da unten noch drankommt, Geld weg und das Geld hätte ich gerne. Frage: Hat er damit recht? Und
der BGH sagt in dem konkreten Fall, erstens mal gehen wir davon aus, es gab entweder gar keine Gegenleistung für diese 1%, das war einfach nur so eine 1% Pauschale ohne Gegenleistung, oder zumindest keine gleichwertige Gegenleistung, denn wir haben nicht gehört, dass diese ITT Incorporated irgendwas Sinnvolles gemacht hat. Und zweitens gehen wir davon aus, dass die das nicht irgendwie aus Spaß oder Freiwilligkeit gezahlt haben, sondern weil der, B irgendeinen Einfluss genommen hat. Der B wird irgendwie Einfluss genommen haben auf die Geschäftsführer, weil er hat ja 51% und deshalb haben wir das Geld ausgezahlt. Wenn das so ist, sagt der BGH, dann haben wir eine einseitige Ausschüttung an B und dadurch einen Schaden von K. Sind Sie alle verwirrt? Wie kommt es zu einem Schaden von K? Ganz einfach, weil das Geld, was im Vermögen der GmbH fehlt, kann nicht mehr an K ausgeschüttet werden. Also hat er einen bilanziellen Verlust. Ja, Vermögenslage vorher, die GmbH hatte mehr Geld. Vermögenslage hinterher, die GmbH hatte weniger Geld. Und jetzt sagt er, ist ja schön und gut, aber wir brauchen auch irgendeine Anspruchsgrundlage. Und Anspruchsgrundlage kann hier nur sein, irgendwas mit 280 Absatz 1. Das heißt, 280 Absatz 1 in Verbindung mit 241 Absatz 2, Verletzung von Rücksichtnahmepflichten. Jetzt sagt aber hier in unserem Fall, was relativ naheliegend ist, der K, Moment mal, wir haben ja nichts untereinander zu tun, wir sind ja nur beide zufällig an derselben GmbH beteiligt. Ich habe 15%, der hat 15% der Anteile und ich habe 85% der Anteile. Damit besteht zwischen uns kein Schuldverhältnis. Ich habe einen Vertrag mit der GmbH und der andere auch einen Vertrag mit der GmbH. Aber was haben wir miteinander zu tun? Es ist ja rein zufällig, dass wir denselben Vertragspartner haben. Nein, sagt der BGH, hier im konkreten Fall haben die beiden auch Pflichten untereinander, weil jeder von denen kann Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Das heißt, jeder hat eine mittelbare Möglichkeit, dem anderen Schaden zuzufügen und das reicht, um eine Sonderverbindung zu produzieren, die als Schuldverhältnis genügt, um daraus Folgen herzuleiten. Und dann kommt der BGH noch mit dem tollen Argument, wer die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, der braucht ein Gegengewicht. Also für jeden Einfluss gibt es eine Haftung als Korrelat. Wenn ich also Einfluss habe, muss ich auch immer haften. Wahnsinnsargument. Ergebnis für unseren Fall, der BGH sagt, weil er hier Geld abgezweigt hat, kein sachlicher Grund ersichtlich ist und der andere dadurch weniger Gewinnanteil gekriegt hat, hat er hier unmittelbar seinen Mitgesellschafter geschädigt und der Mitgesellschafter kann unmittelbar auf Zahlung an sich selbst klagen. Ja, alle überzeugt, brillante Lösung, toll. Jetzt, warum funktionierte diese Sache? Ganz einfach, weil der B noch eine zweite Gesellschaft hatte. Der B hat nicht direkt in die Kasse gegriffen, sondern der B hat veranlasst, dass die GmbH mit dieser zweiten Gesellschaft hier einen Vertrag schließt. Dieser Gedanke ist im deutschen Recht an vielen Stellen aufgegriffen worden. Wenn jemand an zwei Unternehmen beteiligt ist, hat er extrem viele Möglichkeiten, diese Macht zu missbrauchen. Die älteste Regelung dazu ist 112 HGB. Und 112 HGB sagt, ein Gesellschafter darf ohne Einwilligung der anderen Gesellschafter weder im Handelszweig der Gesellschaft Geschäfte machen, noch an einer anderen gleichartigen Handelsgesellschaft teilnehmen. Das ist ein Wettbewerbsverbot, was sich auf den konkreten Tätigkeitsbereich der Gesellschaft beschränkt. Wenn Sie also an einem Bäckerunternehmen als OHG-Gesellschafter beteiligt sind, dürfen Sie nicht nebenbei noch eine eigene Bäckerei aufmachen. Der Grund ist relativ offensichtlich, dann würden Sie vielleicht die Geschäfte der einen Bäckerei auf Ihre Privatbäckerei umleiten und dadurch Ihre Mitgesellschafter in der OHG benachteiligen. Diese Regelung würde unseren ITT-Fall aber nicht erfassen, weil sie relativ eng ist. Sie gilt erstens nur in der OHG und nicht in der GmbH und zweitens nur für gleichartige Geschäfte. Das heißt, nicht für was anderes, sondern es muss ungefähr der gleiche Sektor sein. Das heißt, diese Regelung würde uns nichts nützen.
Wenn wir gucken in das Recht von GmbH und AG, stellen wir fest, da gibt es nur Wettbewerbsverbote für die Vorstände und Geschäftsführer. Die Aktionäre haben kein Wettbewerbsverbot. Wenn Sie also Bayer-Aktien kaufen, können Sie nebenbei eine Apotheke betreiben oder nebenbei ein Pharmaunternehmen bei sich im Keller. Konkurrenten dürfen Aktien aneinander erwerben. Das ist völlig okay. Das Wettbewerbsverbot für die Vorstände ist allerdings etwas weiter als das für die UAG-Gesellschafter, denn die Vorstandsmitglieder dürfen gar kein Handelsgewerbe betreiben und das heißt, sie dürfen gar nicht selbstständig neben der AG tätig sein. Im Übrigen dürfen sie im Geschäftsbereich der Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung keine Geschäfte machen. Damit sind einzelne Verträge gemeint. Das Ganze geht weiter. Sie dürfen auch nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft sein und sie dürfen auch nicht Gesellschafter irgendeiner OHG sein. Also Sie sehen den Unterschied. Hier gleichartiger Geschäftszweig, hier alles ersatzlos. Jetzt die Testfrage. Warum ist dieses Wettbewerbsverbot deutlich weiter als jenes? Also hier, wie gesagt, gleichartiger Geschäftszweig für die OHG-Gesellschafter. Hier jedes Handelsgewerbe und jede Tätigkeit als Geschäftsführer oder persönlich haftender Gesellschafter irgendeiner anderen Handelsgesellschaft. Was kann der Grund dafür sein, dass wir hier ein sehr viel weiteres Wettbewerbsverbot vereinbaren als im anderen Fall? Und die zweite Frage, warum gibt es kein Wettbewerbsverbot für GmbH-Gesellschafter, also wie unseren K und B eben, sondern nur für die Geschäftsführer und Vorstände? Frage 1 und Frage 2. Also hier jedes, da nur gleichartig. Gleichartig, jedes. Da Gesellschafter, da Vorstand. Ohne jetzt. Ja, bei der Aktiengesellschaft ist es ja so, dass die Geldgeber, also die Aktionäre im Zweifel, gar nicht an der Geschäftsführung beteiligt sind. Die einzige Einflussmöglichkeit ist halt im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Und weil eben diese geringe oder bis gar keine Einflussmöglichkeit besteht, soll wohl diese Regelung gelegt werden, dass der Vorstand in Kenntnis dessen, dass eben die Aktionäre sich nicht an der Geschäftsführung beteiligen können, besonders auf die Geschäftsführung konzentrieren soll und so ein Risiko für das Geld der Aktionäre so gering wie möglich erhalten wird. Ja, also in der Tat, ein wesentlicher Aspekt ist, die Aktionäre haben gar keinen Einfluss auf die Geschäftsführung im Grundsatz und wenn sie nicht Einfluss nehmen können, wäre es unfair, ihnen die Handlungsmöglichkeit in Parallelunternehmen zu versagen. Das heißt, weil die nichts zu sagen haben, gibt es keinen Interessenkonflikt. Sie können ja eh nicht sozusagen den Interessenkonflikt ausnutzen und sich das Geld in die eigene Tasche wirtschaften. Die zweite Aussage, der Vorstand soll sich hier voll auf sein Amt konzentrieren können, damit hier die Aktionäre geschützt sind, die ja gar nicht Einfluss nehmen können, überzeugt mich nur bedingt, muss ich sagen. Wenn das so wäre, dann könnte man auch sagen, okay, wir würden sagen, hier machen wir es auch ganz weit und sagen, wer diese Sache nicht will, kann sich entweder befreien lassen, Einwilligung, oder kann sagen, dann mache ich halt keinen Geschäftsführer. Da bin ich nur derjenige, der Geld kassiert. Denn man kann ja auch in der OHG sagen, ich verzichte auf mein Geschäftsführungsrecht. Und wir haben eben gesehen, aus wichtigen Gründen kann mir sogar weggenommen werden. Also die Frage lautet, warum hier enger als da?
Denn auch da kann ich ja durchaus Leute haben, die Geschäfte führen, Leute, die keine Geschäfte führen. Und ich kann ja auch in beiden Fällen freistellen, das ist ja auch möglich. Also hier kann ich freistellen und hier kann ich sogar generell freistellen im Gesellschaftsvertrag. Ich kann also sagen, der sowieso darf machen, was er will. Punkt. Also dieses Argument würde mich nur bedingt überzeugen. Können Sie sich ein anderes Argument vorstellen, warum man das hier so eng gefasst hat? Und zwar sehr eng. Muss ja einen Grund haben. Es ist ja nicht willkürlich, unterstellen wir mal. Es scheint mir auch kein sprachliches Versehen zu sein. Ja? Die Gesellschaft hat bei der UAG ja untereinander haften. Also die haben ja, persönlich ihr komplettes Vermögen. Ja. Das ist ja wesentlich schlimmer. Eine Aktiengesellschaft. Ja, in der Tat, das Risiko für die OHG-Gesellschafter ist wegen der unbeschränkten persönlichen Haftung deutlich höher, während bei der AG das Risiko eben auf die Einlage beschränkt ist, dass man haftet nur für den Preis, den man für die Aktie bezahlt hat, mehr verliert man nicht. Andererseits, das zweite Argument, was in der Tat für das weite Wettbewerbsverbot bei der AG spricht, ist, dass der Vorstand sehr viel mobiler ist als der OHG-Gesellschafter. Wenn der OHG-Gesellschafter ein Parallelunternehmen aufnehmen will, dann muss er irgendwie aus dieser Gesellschaft rauskommen und das ist gar nicht so einfach, weil das die anderen mit reinzieht. Der ist ja immerhin Gesellschafter und hängt mit seinem Privatvermögen ohnehin schon drin. Der Vorstand kann theoretisch jederzeit kündigen und damit lassen die Gesellschaft verlassen und sagen, ich mache mich selbstständig. Das heißt, der Vorstand ist sehr viel weniger belastet durch ein Wettbewerbsverbot, denn er kann ja einfach den neuen Job aufnehmen, als ein Gesellschafter, der im Zweifel aus der OHG gar nicht mehr rauskommt, der da festgenagelt ist, weil er seinen Anteil nicht verkaufen kann und auch nicht so einfach auflösen kann. Ein Wettbewerbsverbot ist ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, würde man als Öffentlichrechtler sagen. Das Ähnliche kennen wir auch bei der Stellvertretung 181, wo ich sage, ich muss es im Einzelfall erlauben, dann kann ich sozusagen befreien von 181. Dahinter steht die Überlegung, grundsätzlich will man keine Paralleltätigkeit haben, weil man die Befürchtung hat, dass derjenige dadurch in Interessenkollision gerät. Und es genügt hier ähnlich wie bei Befangenheitskonstellationen auch schon der böse Schein. Die Leute werden keine Anteile Unternehmen kaufen, wo sie befürchten, dass ihre Organe in die eigene Tasche wirtschaften. Denn die Folge davon wäre, dass sozusagen die Leute nicht mehr auf dem Markt verfügbar sind. Also grundsätzlich sind Wettbewerbsverbote in diesen Stellungen durchaus effizient, zumindest solange es einen Vorbehalt gibt. Herr Zimmer würde Ihnen im Kartellrecht was anderes erzählen, denn er würde Ihnen sagen, naja, wir haben ja immerhin noch § 1 GWB oder 101a IUV, die Ihnen sagen, wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen sind unwirksam. Punkt. Und das ist auf jeden Fall eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung, sagt nämlich, du darfst gar keinen Wettbewerb machen. Die Rechtfertigung darin liegt, dass ansonsten niemand sein Geld in eine AG zahlen würde, wenn der Vorstand nebenbei das Konkurrenzunternehmen auch betreibt. Denn dann besteht immer die Gefahr, dass das Geld in die Konkurrenz reinmacht und nicht ins eigene. So, das war jetzt zur Pflicht der Organe. Aber nochmal zurück zu unserem Fall von eben. Sie erinnern sich, es gab diesen K und diesen B, die waren Gesellschafter einer OHG und der BGH sagt, natürlich haben die untereinander Treupflichten und es kann nicht sein, dass der eine OHG-Gesellschafter den anderen in die Pfanne haut. Frage, gilt das auch in der AG? Und dazu gibt es diesen tollen Fall,
mit der Firma Audi. Es gab eine Zeit, da gab es eine Audi AG und eine VW AG. Und die VW AG hatte einen Beherrschungsvertrag und dieser Beherrschungsvertrag sagte, die Audi AG muss die Weisungen der VW AG befolgen und die VW AG muss die Aktien von Aktionären außer sich selbst erwerben und dafür 2,5 VW-Aktien geben. Nee, umgekehrt. Die kriegen eine VW-Aktie für 2,5 Audi-Aktien. Also sie geben ihre Audi-Aktien ab und kriegen dafür VW-Aktien. Wenn sie es nicht machen, bleiben sie halt bei ihren alten Aktien. So, der K verkaufte 5.000 Audi-Aktien an der Börse für 145 Euro pro Stück. Bis Anfang 71 stieg der Kurs dann auf 147 D-Mark, was nicht so spektakulär ist. Und dann sagte die VW AG, ich kaufe VW-Aktien, ich kaufe Audi-Aktien. Und die zahlte für diese Audi-Aktien 226 Mark pro Aktie, erlangte daraufhin 90% der Aktien an Audi. Dann wurde erstmal Börsenstopp erklärt, weil nur 10% der Aktien verfügbar waren und man Angst hatte, dass der Kurs dann explodierte. Dann wurden sie wieder neu gehandelt und der Kurs betrug danach 210 bis 220 D-Mark. Und dann machte VW ein Übernahmeangebot und bot 226 D-Mark pro Audi-Aktie. Also Sie sehen, wenn Sie damals Audi besessen hätten und lang genug gewartet hätten, hätten Sie einen riesen Reibach machen können. Sie hätten die kaufen können für 145 und verkaufen für 226. Das ist ein ganz schöner Gewinn pro Aktie. 80 Euro pro Aktie lohnt sich. Der K war allerdings etwas entsetzt und wollte 64.000 D-Mark, das ist umgerechnet 32.000 Euro. Die VW AG habe ihre Treuepflicht verletzt, weil, und jetzt kommt's, sie hätte von vornherein sagen müssen, dass sie diese Aktien für 226 Mark kauft. Denn das war die Ursache für diese Preisexplosion. Wenn sie das gesagt hätte, hätte er die Aktie nicht für 145 verkauft, sondern hätte sie weiter gehalten und dann hätte er sie an VW für 226 D-Mark verkaufen können. Nochmal die Kausalkette. Er sagt, ich habe die Aktien nur für 145 verkauft, weil ich nicht wusste, dass VW demnächst Aktien für 226 kauft. Und VW hatte damals schon sozusagen Verhandlungen geführt, die weit über 200 D-Mark lagen. Und hätte VW mir gesagt, dass sie Verhandlungen führen, hätte ich die Aktien weiter gehalten, hätte gewartet, bis die Verhandlungen mit VW abgeschlossen sind und dann hätte ich die Aktien für 226 D-Mark verkauft. Also beträgt mein Schaden pro Aktie den Unterschied zwischen 226 D-Mark und 145 D-Mark, das heißt ungefähr 80. Pro Aktie, ich hatte ein großes Paket, das heißt insgesamt 32.000 Euro. Zufrieden? Was sagen Sie zu diesem Argument? Hätte VW gesagt, dass sie verhandeln über Aktien für 226 Mark, hätte er nicht verkauft. Hätte er weiter gehalten. Und es ist treuwidrig sozusagen, nicht zu sagen, bis alle verkauft haben, denn dadurch machen die Leute Verlust. Es ist unfair, sozusagen, geheim über 226 zu verhandeln, obwohl man offiziell nur anbietet, Tauschverhältnis 2,5 zu 1. Und beide waren Aktionäre, das heißt, beide waren Gesellschafter und deshalb sagt er treuwidrig. VW hat nicht hinreichend Rücksicht auf seine Interessen genommen. Zu 41 Absatz 2 BGB. Was sagen Sie dazu? Ja? Also der K ist Aktionär bei Audi. Hat seine ist nicht mehr. War. War Aktionär bei Audi. Ja? Hat dann seine ganzen Anteile an VW verkauft? Nein, nicht an VW. An der Börse, an irgendjemand, an X. An irgendjemand. Aber der hat war nie Aktionär bei VW. Nein. Es geht ja nicht um VW, es geht ja um Audi. VW bietet ja letztendlich an, ich kaufe alle Audi-Aktien
für 226 Mark pro Stück. Hätte er also die Aktien nicht verkauft, hätte er immer noch Audi-Aktien und diese Audi-Aktien hätte er für 226 Mark das Stück verkaufen können. Aufgrund der fehlenden Information, aus Unterlassens der Information durch VW, hat er aber die Aktien vorher verkauft. Dadurch hat er keine Aktien mehr, dadurch hat er zwar jetzt 145 Euro pro Aktie in der Tasche, aber er hat keine Aktien mehr. Und damit kann er jetzt die nicht mehr für 226 verkaufen. Und er sagt, was stimmt, VW wusste damals schon, dass es am Ende auf irgendwas über 200 Euro rauslaufen würde. Der Vorwurf ist also, hättet ihr von vornherein mit offenen Karten gespielt, hätte ich nicht verkauft und ich hätte das Geld gekriegt. Jetzt hat irgendjemand anderes das Geld gekriegt, nämlich der jetzige, der Käufer, der bei ihm gekauft hat im Zweifel. Also er hat ein X verkauft, X kriegt 260 dafür und er kriegt 145. Das ist ein Vorwurf. Das kann man nachrechnen, das ist relativ offensichtlich. Die einzige Frage ist, musste VW als Mitaktionär von Audi, also es gab Aktionär K und Aktionär VW, die Mitaktionäre informieren, demnächst werde ich hier große Pakete erwerben für über 200 D-Mark, die weit über dem Börsenkurs liegen. Ja? Dadurch, dass die Aktien selbst bisher im Kapital sammeln, cool. Ja? Darum geht es ja eigentlich hauptsächlich, dass man aus ja. vielen anonymen Leuten kommt zusammen und legt ein Ding zusammen. Das ist ja deren Vorteil, dass man dann schnell Geld einzahlt, man kann dann Gewinne machen und dann schnell wieder das Geld rausziehen. Dann aber gleichzeitig den Leuten noch zu sagen, ja, ich möchte aber von jedem einzelnen Aktionär wissen, wann viele Aktien er hat und ob er das verkaufen möchte. Das würde irgendwie diesem Anonymität, die man ja der Aktiengesellschaft hat, total widersprechen. Die haben sie eh nicht bei Börsennotierten, die müssen nämlich melden. Die börsennotierten Aktiengesellschaften, da müssen sie melden, wenn sie 3%, 5%, 9%, 12%, 20%, 25%, also die müssen immer, wenn sie bestimmte Stufen überschreiten, müssen sie melden, jetzt bin ich gerade über so und so viel gestiegen. Das ist also offen zu legen. Das müssen sie als Aktionär melden. Ja, aber dann muss ich ja nicht offenlegen, ob ich mehr kaufe, oder? Oder muss ich das? Sobald sie gekauft haben, müssen sie es offenlegen. Ja, dass ich Aktien gekauft habe, muss 50%. Ja. Aber muss ich dann noch angeben bei den 50%, dass ich vielleicht demnächst noch 18% habe? Das nicht, aber sobald sie auf 30% kommen, müssen sie sagen, jetzt kaufe ich alle. Das ist ein sogenanntes Pflichtangebot, 35 WPÜG. Also es gibt diese Regeln, aber Sie müssen kein Pflichtangebot machen, wenn Sie halt ohnehin schon über 90 sind. Also wenn Sie jetzt sozusagen, sobald Sie über die 30 sind und das einmal erledigt haben und Sie haben dann ein paar auch zugeworben, können Sie danach immer wieder kaufen, verkaufen. Sie dürfen nur nicht mehr unter die 30 fallen, solange dürfen Sie immer schwanken. Also zwischen 30 und 100 ist alles drin. Ja, also die Konstellation, wie gesagt, war nochmal, die haben über 50% gehabt 1971. Müssen die gehabt haben, weil die haben einen Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ein Beherrschungsvertrag eröffnete VW die Möglichkeit, einfach Weisungen an den Vorstand zu teilen. Das heißt, es war eine Tochtergesellschaft. Audi hatte keine eigene Entscheidungsbefugnis mehr. Alle Weisungen kamen von VW. Das war der Ausgangspunkt. Und dieser Beherrschungsvertrag sagt, die Aktionäre dürfen tauschen. Nämlich 2,5:1 Audi gegen VW. Hätte er machen können. Das war aber ungünstiger als zu verkaufen offenbar, denn er hat über 550 D-Mark an der Börse verkauft, nicht an VW, sondern irgendjemandem, ganz normaler Börsenpreis. Was er aber nicht wusste ist, dass trotz dieser Regelung im Vertrag VW noch weiter expandieren wollte, also noch weiter einsteigen wollte bei Audi und stattdessen nämlich VW hingegangen ist und mit irgendjemandem verhandelt hat über ein großes Paket für 226 D-Mark. Hätte er das gewusst, dass es sozusagen darauf hinausläuft, und das war zu dem Zeitpunkt seines Verkaufs schon der Fall, hätte er anders gehandelt. Aber dass VW ein großer Aktionär war, war bekannt, also Anonymität ist kein Argument. Und dass VW die gleichen Pflichten hat wie er, ist auch nicht so ganz naheliegend, weil wenn VW schon so groß beteiligt ist und die Geschäftsgeschicke leitet, weil sie diesen Beherrschungsvertrag haben, hat VW sozusagen mehr Macht als der Kleinaktionär. Das waren so die Besonderheiten dieses konkreten Falles. Weil VW sozusagen eh schon dem Vorstand sagte, was er machen sollte, und VW hinter seinem Rücken verhandelt hat über eine Komplettübernahme. Und heute würde man wahrscheinlich in der Tat auf die Idee kommen und sagen, das könnte schon hier mitteilungspflichtig sein.
dass man Audi übernehmen will, als Ad-Hoc-Mitteilung. Ja, aber der BGH war grundsätzlich auf ihrer Linie. Er sagt, es gibt nur noch 226 und 826 grundsätzlich keine Bindung zwischen Aktionären im Allgemeinen. Die gemeinsame Zugehörigkeit zu einer AG begründet für sich alleine keine gegenseitigen Rechtsbeziehungen. Das heißt, der BGH hat das so ähnlich gesehen wie Sie. Nett, ne? Der BGH und Sie einer Meinung. Dummerweise hat der BGH diese Meinung nicht mehr in den 80er Jahren gehabt. Da hat der BGH seine Meinung geändert in der berühmten Linotype-Entscheidung. Es gab die Linotype AG und die Linotype GmbH. Jetzt bin ich schon verwirrend. Die GmbH hielt 96% der Anteile an der AG und 4% hielt jemand anderes. Und jetzt wurde beschlossen, dass die Linotype AG sozusagen das Unternehmen übernahm und die GmbH aufgelöst und die AG aufgelöst wurde. Also die GmbH übernahm die Geschäftstätigkeit und die AG wurde aufgelöst. Das fand der K, der Minderheitsaktionär war, nicht so gut und klagte dagegen, weil er sagte, es kann ja wohl nicht sein, dass der 96% Aktionär hier mich sozusagen ausbeutet, die Geschäftstätigkeit in sein Unternehmen verlagert und ich dadurch komplett leer ausgehe. Und der BGH sagt hier, eine gesellschaftliche Treuepflicht besteht auch zwischen den Aktionären. Die frühere Annahme beruht auf einer Überbewertung der körperschaftlichen Struktur, die zu der Vorstellung geführt hat, Rechtsbeziehungen stünden nur zwischen der Gesellschaft und Aktionären. Demgegenüber ist mit dem neueren Schrifttum anzuerkennen, dass auch das Verhältnis der Mitglieder untereinander den Charakter einer Sonderverbindung haben kann. Und zwar nämlich immer dann, wenn eine Mehrheitsgesellschaft die Möglichkeit hat, durch Einflussnahme auf die Geschäftsführung die gesellschaftsbezogenen Interessen der Mitgesellschaft zu beeinträchtigen, denn dann kommt ja die tolle Gegengewichtsthese, dann brauche ich als Gegengewicht auch eine Treuepflicht, die das Ganze begrenzt. Niemand soll unbegrenzt Rechte haben, zu jedem Recht muss auch eine Pflicht korrespondieren. So das Argument des BGH. Allerdings sagt der BGH, es darf nicht verkannt werden, dass die Gesellschaftspflichten eines Kleinaktionärs in der Regel nicht von der gesellschaftlichen Treuepflicht bestimmt werden. Der Kleine, der nur eine Aktie hält, muss also nichts machen, weil er eh keine Macht hat. Wer nichts zu sagen hat, den treffen auch keine Pflichten. Wer viel zu sagen hat, den treffen viele Pflichten. Jetzt sagen Sie, ja, dann ist ja alles klar. Dann kam die schwierigste Entscheidung überhaupt, nämlich die Girmes-Entscheidung. Und die Girmes-Entscheidung sieht wie folgt aus. Die Girmes-Entscheidung war relativ trivial. Es gab jemanden, der hatte Aktien an der Girmes AG und die Girmes AG war in der Krise. Und der Vorstand sagte, ich möchte gerne das Grundkapital herabsetzen und sofort wieder erhöhen. Ja? Warum macht man das, fragen Sie sich. Er setzt das Grundkapital herab, das kann er, weil kein Geld da ist. Und dann erhöht er es wieder, indem er neue Aktien ausgibt. Dadurch haben die neuen Aktionäre halt mehr Stimmrechte. Das heißt, man begünstigt die Neueinsteiger. Dann gab es Herrn Hoffmann und der sagte in seinem tollen Anlegermagazin, dem Effektenspiegel, das ist ein Skandal, dieses Sanierungskonzept ist total unseriös und das funktioniert nicht. Und stattdessen sollte man lieber im Verhältnis 10:9 herabsetzen, das sei viel besser. Und daraufhin machte er eine große Werbung und ließ sich Stimmrechte von Aktionären übertragen. Und er erreichte in der Tat, dass er 39,17% der Stimmen erreichte. Der Vorschlag erreichte dann eine Mehrheit von 57,6%. Nach Aktienrecht braucht man aber eine Dreiviertelmehrheit für eine Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung. Das war nicht erreicht, also scheiterte der Beschluss. Letztendlich fiel die Gesellschaft in Insolvenz und der Aktionär K, jetzt wird spannend, der Aktionär K, der ja 350 Aktien hatte und dafür gestimmt hatte, dass saniert wird, möchte jetzt von B, ja, B Schadensersatz, weil er sagt, B hat verhindert, dass saniert wird, deshalb ist das Unternehmen insolvent geworden, deshalb sind meine Aktien nichts mehr wert. Und deshalb soll die den Schaden ersetzen.
Der Fall hat zwei Besonderheiten. Die erste Besonderheit ist, dass B gar nicht Aktionär ist. B ist nicht Aktionär, sondern B ist einfach nur Querulant. Rausschneiden vom Video. Also B ist Querulant und K ist Aktionär und möchte jetzt von dem Schadensersatz. Das zweite ist, mit 39,17% der Stimmen hat er keine Mehrheit. Noch nicht mal im Ansatz hat er eine Mehrheit. Das heißt, er will Schadensersatz von einem Menschen, der weder Aktionär ist noch eine Mehrheit hat. Wie meinen Sie, hat der BGH entschieden? Oder den Prämissen der beiden Entscheidungen, die wir vorher gesehen haben? Die berühmte Gegengewichtsthese. Mit jedem Recht korrespondiert auch eine Pflicht. Den Vorschlag des Vorstandes gegeben. So. Was sagen Sie dazu? Ich staune alle über diesen tollen Fall. Dabei habe ich noch eine Folie gebracht. Der BGH braucht dafür zwei Seiten, den Fall zu erklären. Ja, in der Tat, der BGH sagt, Moment, für den Fall, dass eine Gesellschaft sanierungsbedürftig ist, verbietet es die Treuepflicht dem einzelnen Gesellschafter, eine sinnvolle und mehrheitlich angestrebte Sanierung aus eigennützigen Gründen zu verhindern, denn eine Minderheit kann die Auflösung der Aktiengesellschaft nicht erzwingen. Also müssen die respektieren, wenn sozusagen 59% dafür sind oder 53%, dass man Sanierungskonzept A macht, dass sie sich ihm anschließen. Sie dürfen also nicht dagegen stimmen. Der BGH sagt also, wenn die Mehrheit sagt, das ist das richtige Konzept, dann muss ich ihm folgen oder mich enthalten. Ich muss nicht mit Ja stimmen. Aber ich darf nicht mit Nein stimmen, weil die Nein-Stimme sozusagen verhindert, dass das notwendige Konzept umgesetzt wird. Das zweite Problem ist in der Tat das Problem, dass er nicht Aktionär ist. Und im vorliegenden Fall sagt der BGH, einem Nicht-Aktionär obliegt keine gesellschaftliche Treuepflicht. Gut, jetzt denken Sie sich, ist er raus, aber der BGH hat ganz tief in die Trickkiste gegriffen und hat gesagt, 179 Absatz 1 BGB passt immer, denn der handelt hier als Vertreter ohne Vertretungsmacht insoweit, als die Gesellschafter selber ja mit Ja hätten stimmen müssen oder sich enthalten müssen. Das heißt, er hatte keine Vertretungsmacht dafür, mit Nein zu stimmen. Er durfte nicht mit Nein stimmen.
Also hatte er keine Vertretungsmacht, also haftete er als Vertreter ohne Vertretungsmacht auf Schadensersatz. Sie sehen, das ist eine Schweinerei hier alles. Und der letzte bemerkenswerte Punkt ist, der BGH verfolgt hier wieder seine Gegengewichtstheorie und sagt, wenn ein Minderheitsgesellschafter etwas verhindern kann, hat er Macht und wer Macht hat, den treffen auch Pflichten. Und das heißt, es kommt nicht darauf an, ob er 50% hat, sondern die Macht liegt hier schlicht in der Verhinderungsmöglichkeit. Das heißt, die Verhinderungsmöglichkeit ist hinreichend Macht, um daran Pflichten anzuknüpfen. Sie sehen das Muster hoffentlich. Wer Macht hat, ist böse dran. Ja, was können wir zu Treuepflichten festhalten? Treuepflichten ermöglichen eine normative Korrektur bei fehlender Vereinbarung. Sie erinnern sich, das war, was ich am Anfang gesagt habe. Sie können bei Vertragsschluss nicht alles vorhersehen und senken dadurch die Kosten beim Vertrag.